So sieht es aus, wenn eine Mannschaft einen Derby-Sieg feiert. In dem Fall der DAV, der erstmals in der dritten Liga in eigener Halle gegen Bernburg gewinnen konnte. Mit 27:23 setzen sich die Dessau-Roßlauer gegen den SVA durch und entschieden das Anhaltduell für sich. Naja, natürlich ist ein Derby was Besonderes, sicherlich. Es waren 1600 Zuschauer, die gab es lange nicht. Und wenn du dann so ein heiß umkämpftes Spiel gewinnst, dann ist das natürlich schon was Schönes. Vor allem vor besagter Rekordkulisse. Über 1600 Zuschauer wollten sich das Spiel nicht entgehen lassen und sahen einen ausgeglichenen Spielbeginn. Eine volle Viertelstunde wechselte die Führung. Mal lag der DAV mit 2 Toren vorn, mal führte der SVA mit einem Treffer. Wie es sich für ein Derby gehört, war hier natürlich ordentlich Feuer drin. 8 Zeitstrafen gab es allein im ersten Durchgang, 5 davon für die Gäste. Als Daniel Schmidt und Frank Grohmann eine Auszeit verordnet bekamen, letztere unnötigerweise wegen Meckerns, und Tschitschinski seinen 7-Meter verwarf, konnte der DAV auf 2 Tore davonziehen. Beide Male übernahm Robert Lux die Verantwortung. Christian Pöhler reagierte mit der Auszeit und fand die richtigen Worte. Hoffmann und Kraft brachten ihr Team zurück ins Spiel. Den Gästefans gefiel es verständlicherweise. DAV-Trainer Uwe Junge Andreas wollte sich das nicht länger ansehen, zog seinerseits die grüne Karte. Die Antwort auf die beiden Bernburger Treffer lieferte Thomas Pawlicek. Mit 2 schnellen Toren sorgte er erneut für einen 2-Tore-Vorsprung, diesmal auf 11:9. Im Anschluss verpassten es die Hausherren gleich mehrfach, diese Führung weiter auszubauen. Zwar stimmte die Leistung in der Abwehr, doch vorne ließ der DAV zu viel liegen und so konnte Hoffmann zunächst den Anschluss markieren, ehe aber Bulay fast mit der Pausensirene den Ausgleich erzielte. Beim 11:11 wurden also die Seiten gewechselt. Wieder auf der Platte ähnelte der Beginn von Halbzeit 2 dem Start ins Spiel. Einem munteren Hin und Her folgten erneut hitzige Szenen. Diesmal erwischte es Hoffmann und Bernburgs Coach Pöhler, der mit den 2 Minuten alles andere als einverstanden war und selber auch eine Zeitstrafe kassierte. Zeit, die der DAV optimal nutzte und zum ersten Mal im Spiel mit 3 Toren in Führung ging. Eine Vorentscheidung war das aber keinesfalls. Die Hausherren ließen Bernburg zurück ins Spiel kommen. Beim 19:19 war wieder alles offen. Den Grundstein zum Sieg legte dann der erneut gut aufgelegte Federico Sinčić, der seinerseits die Gästeführung verhinderte. 2-mal Vanko, 1-mal sogar in Unterzahl, und der beste Torschütze des DAV am Sonntag, Pawlicek, legten erneut für Dessau-Roßlau vor. Als Christian Hoffmann dann auch noch einen 7-Meter parierte, roch es beim 23:20 schon gewaltig nach Vorentscheidung. Zumal Bernburg dann zunächst das Kunststück fertig brachte, innerhalb nur einer Minute 3 Zeitstrafen zu kassieren und dann Kunststück Nummer 2 gleich nachlegte. In dreifacher Unterzahl gelang Steffen Tschitschinski der Treffer zum 23:21. Die restlichen 3,5 Minuten spielte der DAV souverän zu Ende. Auf den Sitzen hielt es hier längst niemanden mehr. Den Schlusspunkt zum 27:23 Sieg setzte Thomas Pawlicek mit seinem insgesamt 7. Treffer. Ihre Mannschaft den Sack vielleicht eher zumachen müssen? Die Chancen waren ja mehr als genug da. Natürlich, das ist das Einzige, was ich eigentlich zu kritisieren habe. Dass wir in so einem Spiel hier vor voller Halle 3-4 Chancen vergeben, als wären wir in einem Vorbereitungsspiel. Ja? Mit dem Sprungwurf hoch, übers Tor oder auf der Arme. Und das sollte nicht sein. In so einem Spiel, da kann man schon mal mit dem Ball ins Tor springen. Naja, wir haben die letzten Derbys eigentlich immer gepunktet. Von daher haben wir jetzt wieder mal das Gefühl, es ist mal so ein Derby zu verlieren. Ich denke, wir waren heute auswärts. Da kann man sicherlich so ein Spiel auch mal verlieren. Ich glaube aber, dass wir heute die Chancen hatten, das Spiel auch zumindest mit einem Punkt vielleicht für uns mitzunehmen. Ich wollte gerade sagen, nach einem ausgeglichenen Anfang in Halbzeit 1 kommen Sie nach einer Unterzahlsituation, wo Dessau wegzieht, wieder zurück. In Halbzeit 2 klappt das dann nicht mehr. Warum nicht? Ja, wir hatten heute leider immer in den Phasen, wo wir uns wieder rangekämpft haben, nicht diesen letzten Punch, ich sag mal, diesen Big Point noch zu setzen. Wir kämpfen uns wirklich gut ran, von 3 Minus auf Unentschieden, lassen dann den freien Gegenstoß weg, um noch mit 1 vorzugehen. Endphase wieder das Gleiche. Ich denke, heute war es einfach immer so, dass wir diesen letzten entscheidenden Kick, vielleicht mal in Führung zu gehen, eben nicht geschafft haben. Naja, ich sag mal, für so ein Dirk. Ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, man nimmt sich für so ein Derby mehr vor. Es ist einfach eine andere Atmosphäre, ist nochmal so ein besonderer Kick. Vor allem, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer waren heute da. Also vor dieser Kulisse ist dann doch nochmal was anderes zu spielen. Das erlebt man dann eben doch nicht so oft in der Saison. Aber wir haben uns echt viel vorgenommen. Wir wussten, dass Uwe natürlich gute Arbeit bisher geleistet hat, dass Dessau nochmal eine
Portion Aggressivität eine Abwehr auch zugelegt hat. Ja, und umso enttäuschter sind wir heute. Wir konnten echt nur teilweise das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Ja, und da schmerzt die Niederlage schon sehr.